Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Wir starten diesen Weekly Vlog etwas verspätet, sowohl vom Tag her als auch von der Uhrzeit her, beziehungsweise vom Tag her ja eigentlich nicht, weil ich den letzten gerade gestern beendet habe. Heute ist Mittwoch und ich war ja bis gestern im Urlaub und habe dafür einen extra Weekly Vlog gedreht und mache jetzt mit einem neuen weiter, deswegen starten wir am Mittwoch. Aber so wie ich mich kenne, kriege ich das Video trotz der fehlenden zwei Tage sehr gut gefüllt. Und es ist jetzt auch schon 3:30 Uhr. Ich habe mir heute Morgen einfach Zeit gelassen und von daher dachte ich, kann ich auch jetzt noch vloggen. Es ist noch nichts irgendwie mega Spannendes passiert, was hier irgendwie mit reingemusst hätte. Von daher macht das nichts. Ich habe nämlich heute, ich bin erstmal ganz gemütlich aufgestanden, habe ganz in Ruhe gefrühstückt und dann war ich einkaufen, da ich im Moment die einzige Faule bin, sag ich mal, die Urlaub hat, habe ich das übernommen und habe gerade auch schon Salat geschnitten für unser Mittagessen nachher und habe die letzten beiden Staffeln Game of Thrones geguckt. Wenn ihr euch in den letzten Weekly Vlog erinnert, da hatte ich spontan die erste Staffel nochmal angefangen und die ersten, was sind es, ich glaube 8 Folgen, ich glaube 10 hat die Serie insgesamt, oder? Die Staffel, ich weiß es gerade gar nicht. Doch bei 5 CDs kommt das hin. Ich habe gestern Nachmittag und Abend die ersten 8 Folgen geguckt. Ich habe die wirklich so weggesuchtet und heute Morgen dann die letzten 2. Und jetzt mache ich auch gleich weiter mit Staffel 2. Ich hatte im Moment einfach total Lust, diese Serie nochmal von vorne anzufangen. Und da ich ja jetzt diese Woche bis Mitte nächster Woche noch Urlaub habe und auch noch nicht für Klausuren lernen muss, das fange ich auch erst irgendwann nächste Woche wieder an. Dachte ich, nutze ich das, diese freie Zeit und gucke die Serie nochmal komplett. Mal schauen, wie weit ich komme, ob ich es wirklich bis Staffel 7 schaffe komplett oder ob ich irgendwann vorher aufhöre. Im Moment bin ich ja sehr sprunghaft, was Serien angeht. Ich habe Gilmore Girls angefangen, das gucke ich aber auch noch weiter, weil das ist dann zur Abgrenzung, zu Game of Thrones halt so eine gute Abwechslung, weil es ist halt eher lustig und locker und das andere ist ja eher düster und blutig und sehr spannend. Und The Walking Dead habe ich auch nochmal von vorne angefangen. Also im Moment kann ich mich irgendwie nicht so festlegen, worauf ich so am meisten Lust habe. Von daher mal schauen, ob ich es wirklich durchhalte, die Serie bis zum Ende zu gucken. Da ich diese Woche noch Urlaub habe und erst nächste Woche anfange, für meine letzte Klausur zu lernen, habe ich auch nichts geplant. Ich möchte ja noch einfach mal so eine ganz faule Woche machen. Also nächste Woche arbeite ich vermutlich Mittwoch das erste Mal. Sprich, ich habe jetzt genau eine Woche noch und ich will wirklich einfach nur faulenzen und lesen und Serien gucken und habe sonst nichts geplant, weil danach, wie gesagt, fange ich wieder an zu arbeiten. Mehrere Tage die Woche und dann kommt noch eine Klausur, für die ich lernen muss. Und von daher nutze ich diese viele Freizeit jetzt einfach mal ganz faul aus und dann mal schauen, wie es weitergeht. Kommen wir mal zum Lesetechnischen. Ich habe aktuell 2 Bücher angefangen. Heute kommt wahrscheinlich noch ein drittes dazu, weil ich mit der lieben Nina von Ninas Lesezeit zusammen ein Buch anfangen möchte. Da habe ich aber gerade, habe ich ihr gerade erst geschrieben, ob wir damit heute starten wollten. Wir hatten halt gesagt, wenn ich vom Urlaub zurückkomme, haben wir aber keinen festen Tag ausgemacht. Und jetzt bin ich ja wieder zu Hause, von daher können wir loslegen. Aber wie gesagt, ich habe ihr gerade erst mal geschrieben und dann mal gucken, was sie antwortet. Also dann wären es 3 Bücher und eventuell kommt auch noch ein viertes dazu, weil ich ja da einfach sehr, sehr neugierig drauf bin. Kommen wir mal zu dem, was ich angefangen habe. Das ist zum einen noch vom letzten Vlog, solltet ihr es auch ja noch kennen, Witchborn, die Königin der Düsternis. Das ist ja so eine Hexenjägergeschichte, die in England um 1577 spielt. Es geht hier um Alice, die ganz knapp den Hexenjägern entkommt, die ja sie einsperrten und ihre Mutter töteten. Und jetzt ist sie mehr oder weniger auf der Flucht und versucht, ihre eigenen magischen Kräfte zu beherrschen und kommt dann einem dunklen Geheimnis auf die Spur. Sie selbst soll zum Spielball einer königlichen Intrige zwischen Elisabeth I. und Maria Stuart werden. Und dabei trifft sie sowohl auf weiße Magie als auch auf die dunkelste, die man sich vorstellen kann. Soviel zum Klappentext. Ich bin aktuell auf Seite 110. Das war eine der öffentlichen Leserunden im Juli. Ich war wieder sehr langsam, was einfach den Grund hatte, dass ich mir die Bücher absichtlich für einen, also die Leserunden absichtlich für einen Urlaub aufgehoben habe und dann aber doch nicht so viel zum Lesen gekommen bin, wie ich wollte. Aber das liest sich wirklich wahnsinnig schnell, ist ja auch nicht allzu dick. Also da, wenn ich da heute weiterlese, komme ich auf jeden Fall bis zur Hälfte, wenn nicht sogar noch weiter.
Bisher gefällt es mir ganz gut. Man merkt, dass es für jüngere Leser gedacht ist. Die Protagonistin ist auch erst 14. Bisher ist so magiemäßig, fantasymäßig noch nicht viel passiert. Es ist im Moment eher wie so eine, ja, einfach eine, so eine mittelalterliche Geschichte. Ich bin gespannt, aber was dann auch kommt. Es passiert alles sehr, sehr schnell bisher. Mal schauen, das kann gut sein, weil dann alles Schlag auf Schlag kommt. Ich finde, es kann aber eben auch schlecht sein, wenn die Sachen dann halt zu schnell passieren. Mal schauen. Das ist so das erste, was ich angefangen habe. Das zweite ist ein E-Book. Und zwar ist das der zweite Band der Fabelmacht-Chroniken, den ich vorab lesen darf. Und den habe ich auch im Urlaub angefangen zu lesen. Da bin ich bis so 25% gekommen. Also ein Viertel habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind. Weil ich keine Ahnung habe, wie viel das Buch insgesamt hat. Aber auch das gefällt mir bisher gut, sogar wahnsinnig gut. Also ich glaube, es wird ein richtig guter zweiter Band sein. Das ist ja auch der letzte Band, von daher ist das sehr schön. Es startet gleich hoch emotional und spannend. Und gerade jetzt da, wo ich bin an der Stelle, ist gerade was passiert, wo ich nur so dachte, ja, oh mein Gott! Und was aber auch gleichzeitig mich so zerrissen hat und voll spannend war. Und ja, da freue ich mich auch aufs Weiterlesen. Und das dritte, was ich mit der Nina eventuell anfange, ist Schattenkrone. Das zeige ich euch dann, falls ich es wirklich anfange noch. Und was ich ja wenn ich Witchborn beendet habe, im Laufe dieser Woche auf jeden Fall noch lesen möchte, ist Sturmtochter. Das ist eben die zweite öffentliche Leserunde. Aber ja, auch dazu dann mehr, wenn es wirklich so weit kommt, dass ich es anfange. Das aber so ungefähr erstmal zu meinen Leseplänen. Ich habe dann von meiner Mutter ja, ein Buch geschenkt bekommen. Also das Buch habe ich noch nicht hier, weil ich darf es mir halt erst noch aussuchen. Ich habe vor einiger Zeit für sie halt die Bewerbungen geschrieben und ihr dabei geholfen. Und sie sagt immer, wenn sie mit den Bewerbungen, die ich für sie schreibe, eine Stelle findet, dann kann ich mir ein Buch aussuchen. Und ja, von daher, sie bezahlt das dann. Sie hat mir diesmal einfach das Geld gegeben, hat gesagt, kauf dir. Also ich habe jetzt Bücherbudget und muss irgendwann im Laufe der Woche, beziehungsweise möchte irgendwann im Laufe der Woche dann nochmal losgehen in Buchladen. Ich will auch mal nicht bestellen, sondern wirklich in den Laden gehen, mal wieder so ein bisschen stöbern und ja, mir ein Buch dafür aussuchen. Ich habe im Prinzip schon im Kopf, welches Buch ich möchte. Aber ich kenne unseren Buchladen und weiß, dass es da oft die Bücher, die ich gerne haben möchte, nicht gibt. Weil da gibt es immer nur so, also es ist ein recht kleiner Buchladen, da gibt es von Buchreihen immer nur den neuesten Teil und generell wirklich eher nur Neuerscheinungen und Bücher, die ja in den letzten Monaten erschienen sind. Also es gibt nicht wirklich ältere Bücher, nur so welche, die sich immer noch mega gut verkaufen, so mega Klassiker wie halt Harry Potter sowas. Sowas gibt es da halt auch, aber es sind halt echt fast alles immer nur neue Bücher, die die verkaufen. Deswegen bestelle ich halt auch so viel, weil wir haben nur diesen einen Buchladen und ja, wenn ich mal ein Buch haben möchte, was älter ist oder was nicht ganz so bekannt ist, dann finde ich das da einfach nicht. Und meistens habe ich deswegen keine Lust, überhaupt erst hinzugehen und zu stöbern, wenn ich ja ein bestimmtes Buch haben will, weil es das dann oft nicht gibt. Und dann laufe ich halt umsonst dahin und deswegen bestelle ich halt oft. Ja, aber das möchte ich irgendwie machen. Ich muss mal gucken, morgen, übermorgen. Irgendwann möchte ich das jetzt diese Woche auf jeden Fall noch machen und ja. Videos drehen werde ich wahrscheinlich auch morgen oder übermorgen. Wahrscheinlich eher übermorgen. Ja, zum Wochenende hin. Also für heute ist ein Video online gegangen. Und dann habe ich noch die Home Story von Katrin Lange. Die ist fertig. Ich muss ihr nur noch die Links schicken, jetzt weil gleich, wenn das fertig hochgeladen ist, damit sie sich das vorab angucken kann. Und dann kann ich es, wenn morgen ihr okay kommt oder eben übermorgen, muss ich nur noch auf Veröffentlichen klicken. Ich hoffe ja, dass sie das morgen früh direkt anguckt. Dann kann ich das nämlich morgen Mittag direkt online stellen. Das wäre sehr schön. Und ja, das ist erstmal so alles, was ich so zu berichten habe. Alles sehr unspektakulär und ansonsten glaube ich aber auch nicht, dass ich was vergessen habe. Ne? Ich glaube nicht. Ja. So viel dazu. Ich werde jetzt, was mache ich jetzt? Ich denke, ich mache mir jetzt die zweite Staffel an, weil ich jetzt gerade so schön drin bin in der Serie und lese ein bisschen. Ach nee, zuallererst zähle ich noch das Voting für die August-Leserunden aus. Heute ist nämlich der erste, das ist dringend nötig. Und dann kann ich euch auch sagen, welche Bücher ich diesen Monat auf jeden Fall noch lesen werde. So, das Voting ist ausgezählt und die beiden Leserunden für diesen Monat sind zwei Bücher, auf die ich mich sehr, sehr freue. Das eine ist der zweite Band von Beautiful Liars.
Da fand ich den ersten ja richtig, richtig genial. Den habe ich Anfang des Jahres, glaube ich, erst gelesen. Genau, im Januar. Das war mein zweites Buch dieses Jahr. Und jetzt ja, geht es weiter mit dem zweiten. Ich bin also sehr up to date diesmal mit dem Reihenlesen, zumindest in diesem Fall. Ja, da geht es ja um, ich glaube, es waren 5 Jugendliche. Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube schon. Auf jeden Fall spielt es in der Zukunft. Und es gibt halt riesige Türme, in denen die Menschen leben. Die, die Armen wohnen ganz unten und die Reichen halt oben. Und das ganze Leben findet in diesem Turm statt. Das ist wie so ein, ja, eine ganze Stadt in diesem Turm. Da gibt es auch Parks und alles Mögliche. Und es gibt 5 verschiedene, glaube ich, 5 Personen, Protagonisten, die alle so ihre eigenen Probleme und Geheimnisse haben. Und durch bestimmte Vorfälle werden aber die Leben all dieser Personen miteinander verknüpft. Und am Ende passiert etwas sehr, sehr Tragisches. Ich finde, der Klappentext spoilert ein bisschen insofern, dass das, was am Ende passiert, also dass das, was im Klappentext erwähnt wird, erst ganz am Ende passiert. Das hat mich beim Lesen so ein bisschen verwirrt, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe und gewartet habe, aber es passiert erst ganz am Ende. Also wenn ihr euch dann lieber überraschen lassen wollt, lest euch nicht den Klappentext durch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt jetzt auf den zweiten Teil. Und dann lesen wir noch Bernsteinstaub von Mechthild Gläser. Das ist das Neue von ihr. Jetzt gerade erst erschienen, da geht es irgendwie um Zeit, es geht um Ophelia, die die Gabe hat, ich glaube, die Zeit zu sehen oder zu verändern, ich glaube, um sie zu sehen. Auf jeden Fall entdeckt sie diese Gabe an sich und kurz darauf spielt überall auf der Welt die Zeit verrückt. Also es ist so ein bisschen Fantasy, Zeit, ja nicht direkt Zeitreise, aber so ein bisschen in die Richtung. Klingt auch sehr, sehr gut. Ich habe von Mechthild Gläser ja die Buchspringer gelesen oder beziehungsweise als Hörbuch gehört und fand das richtig, richtig genial. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt auf dieses Buch von ihr. Aber zunächst einmal beginne ich heute mit Nina. Das haben wir jetzt nämlich gerade noch geklärt. Schattenkrone, den ersten Band der Royal Blood Saga und da kann ich beim besten Willen nicht genau erklären, worum es geht. Es geht einmal um Alex, dessen Vater irgendwie ein mächtiger Heerführer ist und Alex möchte nur aus seinem Schatten treten und der größte Heerführer aller Zeiten werden und er hat eine Verbündete, nämlich Cat und Cat hat aber, glaube ich, auch irgendeine besondere Begabung. Genau, sie ist eine Blutmagierin. Und ja, es ist also Fantasy. Ich finde, es klingt mega, mega spannend. Ich kann es nur immer nicht so gut zusammenfassen. Das lese ich jetzt ab heute mit Nina. Wir haben uns gerade so auf 70 Seiten pro Tag geeinigt, weil wir beide ja noch andere Bücher angefangen haben. Und ja, bevor ich das starte, lese ich aber erstmal ein Witchborn weiter. Und das mache ich jetzt. Und wenn ich dann hier weitergelesen habe oder... ja, irgendwann so melde ich mich bei euch. Muss ich mal gucken. Ich werde mich auf jeden Fall vor 7:45 melden, weil um 7:45 fängt Grey's Anatomy an. Und heute kommt ja auch noch diese neue Serie. Wie heißt sie denn jetzt? Seattle Firefighters? Ein Ableger von Grey's Anatomy, der zweite nach Private Practice. Und ich bin da schon so gespannt drauf. Ich liebe Grey's Anatomy, ja. Und ich habe die Vorschau von dieser neuen Serie gesehen und dachte so... ja, das musst du gucken und das fängt heute an und da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist so meine Abendplanung. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit Game of Thrones und Büchern und ja, dann bis später. So, ich habe mittlerweile angefangen in Schattenkrone zu lesen. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin jetzt bei Seite 36 bis Seite 70 ungefähr. Habe ich ja mit Nina besprochen, lesen wir heute. Ich muss sagen, mir fällt der Einstieg echt noch ein bisschen schwer. Ich weiß aber noch nicht genau, woran es liegt. Die Charaktere sind auf jeden Fall erstmal interessant und auch so, ja, was bisher passiert ist, ist interessant, aber irgendwie, ich weiß nicht, komme ich noch nicht richtig rein. Allerdings kann man nach 36 Seiten jetzt ja auch noch nicht so viel sagen. Ich hoffe einfach, dass es noch besser wird. Ich habe bisher aber leider sehr lang gebraucht eben für diese 36 Seiten. Da habe ich jetzt schon ziemlich lang dran gelesen, eine halbe Stunde oder so. Also echt schon lange. Ja, wie gesagt, ich komme noch nicht richtig rein. Ich muss mal gucken, wie das so weitergeht. Damit werde ich mich jetzt auf jeden Fall den Rest des Abends beschäftigen. Bei Game of Thrones bin ich mittlerweile bei Folge 4 von der zweiten Staffel angekommen. Die gucke ich jetzt noch zu Ende. Und dann kommt gleich Grey's Anatomy und die neue Serie. Und ja, von daher war es das dann mit dem Vloggen für heute. Ein sehr ja, entspannter Einstieg, glaube ich, in diesen Vlog diesmal. Und ja, ich hoffe, dass ich da bis Seite 70 komme. Und danach gucke ich mal. Ich denke mal, ich lese dann erst in Witchborn weiter. Damit ich das, ja, bis ich da weiterkomme. Da habe ich jetzt ja auch schon, ich glaube, 3 Tage nicht weiter. Nee, gestern habe ich ja weitergelesen. Was erzähle ich denn hier? Gestern habe ich da weitergelesen, aber davor habe ich irgendwie 2 Tage nicht gelesen. Und davor im Urlaub ist halt angefangen.
Auf jeden Fall ist das ein Buch, wo ich so dachte am Anfang, okay, das kannst du innerhalb von 2, 3 Tagen durchlesen. Und jetzt lese ich da halt doch schon deutlich länger dran, was an sich nicht schlimm ist, aber ich möchte auch gern Sturmtochter anfangen. Und ich habe hier noch so viele andere Bücher. Ich möchte diesen Monat nämlich, wenn alles klappt, gerne den 2. Band von Nevernight auch lesen. Und ja, von daher bin ich natürlich froh, wenn ich ein angefangenes Buch auch schnell vorbei, also schnell durchgelesen habe. Aber mal schauen, ich mache mir jetzt auf jeden Fall einen gemütlichen Abend, versuche trotz der Hitze irgendwann dann einschlafen zu können und melde mich dann morgen wieder bei euch und dann erzähle ich euch auch, wie mir Schattenkrone dann weiterhin gefallen hat und was ich sonst noch so gelesen habe. So, ein neuer Tag ist da. Ich habe gestern Abend gelesen in... ja, Schattenkrone. Ich hatte euch ja den Anfang dann schon berichtet. Ich habe dann bis Seite 71 gelesen mit Nina zusammen, bis zum 5. Kapitel. Ja, ich habe ja eine Weile gebraucht, um in das Buch reinzukommen. Das habe ich ja gestern schon erzählt gehabt. Ich wusste aber auch nicht genau, woran es lag. Vielleicht war ich auch einfach ein bisschen unkonzentriert, weil als ich dann nach dem Vlog weitergelesen hatte, ging es dann plötzlich richtig gut und ich kam gut voran. Die Geschichte ist bisher noch ruhig, also es ist noch nicht so viel passiert, aber nichtsdestotrotz interessant. Und was ich vor allem interessant finde bisher, sind aber auch die Charaktere. Die Geschichte wird aus mehreren Perspektiven erzählt. Ich hatte mit 2 Perspektiven gerechnet, mit Kat und Alex halt, weil das ja so die Hauptpersonen sind laut Klappentext. Aber es gab jetzt auch schon, ich glaube, 2... weitere Perspektiven, also 4 sind es auf jeden Fall. Mal gucken, ob das noch mehr werden, weil irgendwann wird es ja dann doch ein bisschen anstrengend. Bisher, ja, geht's aber und ich finde die Charaktere interessant und bin vor allem gespannt, wie deren Geschichten dann so miteinander verwoben werden. Ich denke, ich werde jetzt auch als erstes weiterlesen und bis Seite 140 etwa, dass wir wieder so 70 Seiten haben. Mal gucken, ob da irgendwo ein neues Kapitel anfängt. Ja, 156, doch da, auf Seite 146 fängt Kapitel 9 an. Bis dahin werde ich heute wohl erstmal lesen. Ich habe heute schon ja, ausgeschlafen und gemütlich gefrühstückt und ja, möchte jetzt halt lesen. Ich habe heute Morgen schon eine E-Mail von Katrin Lange bekommen und kann morgen die Home Story veröffentlichen. Ich hatte ihr die Videos ja zugeschickt, damit sie sich die vorweg ansehen kann und ihr okay geben kann und das hat sie getan. Und von daher werden die morgen wohl online kommen, die Videos. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet, weil sowas habe ich ja noch nie gedreht. Und es war auch vom Schnitt her sehr aufwendig, sehr intensiv. Ja, das war das erste Video, glaube ich, wo ich mir wirklich bessere technische Möglichkeiten gewünscht hätte, um den Ton anzupassen, um die Bilder, also das Bild zu bearbeiten, um die Schnitte noch ein bisschen auszubessern und so. Also so Feinheiten halt einfach, die mit meinem Programm, mit meinem Videoprogramm nicht möglich sind, beziehungsweise schon bei der, also an einigen Stellen hätte ich glaube ich schon beim Filmen selbst halt was anders machen müssen, aber da ich das ja vorher nie gemacht hatte, wusste ich das natürlich nicht. Das sind so Sachen, die einem dann erst hinterher auffallen und die ich aber beim nächsten Mal auf jeden Fall ein bisschen anders machen würde. Aber ich denke, es ist trotzdem ganz gut geworden und ich bin da sehr gespannt drauf, was ihr davon haltet. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, das auch zu drehen und fertig zu schneiden, auch wenn es echt lang gedauert hat. Ja, und ich habe... vorgestern sind bei mir 2 Bücher eingezogen, das fällt mir gerade noch ein. Das gehörte eigentlich in den letzten Vlog ja noch rein. Die kamen sind angekommen, während ich im Urlaub war und ich habe sie am Dienstag ausgepackt. Ich habe sie euch aber gar nicht gezeigt und deswegen dachte ich, zeige ich sie euch jetzt nochmal schnell. Zum einen hat mich erreicht Twisted Love, so. Der 2. Band der Sinners of Sand Reihe. Der erste ist ja Vicious Love. Ich glaube, da habt ihr mittlerweile viel von gehört. Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Ich fand den ersten Teil ja okay, nicht so sehr überragend. Aber hatte auf jeden Fall mal was Besonderes, hat sich so ein bisschen aus der Masse abgehoben. Ich fand den Vicious, den männlichen Protagonisten, allerdings wirklich absolut fürchterlich. Also einer der ätzendsten oder der ja unsympathischsten männlichen Protagonisten, die ich je hatte. Aber ich war trotzdem gespannt jetzt auf den 2. Band, einfach wegen den Charakteren, um die es hier geht. Hier geht es nämlich um die Schwester von Emilia. Emilia war die Protagonistin im 1. Band. Und es geht, glaube ich, um Dean hieß er. Ja, genau, Dean.
ja, ein Freund von Vicious und ich fand Dean im ersten Band schon deutlich interessanter und auch sympathischer als Vicious. Und von daher wollte ich den zweiten Band auf jeden Fall lesen. Und ja, ich bin immer überrascht, wie schnell das bei Bastei-Löbe geht. Ich habe denen die Rezension zum ersten Band geschickt und habe dann nur gesagt, ich würde mich halt freuen, wenn es den, also wenn es möglich wäre, dass ich den zweiten Teil zugeschickt bekomme zum Rezensieren, weil ich den gern lesen möchte. Und 2 Tage später, wo ich dann im Urlaub war, kam das Buch schon hier an. Also die sind der Bastei-Löbe Verlag ist so, was Bücher zu senden geht, sehr, sehr schnell. Da bin ich immer wieder überrascht. Und ja, das Zweite, was mich erreicht hat, ist Die Bucht, die im Mondlicht versank von Lucy Clark. Dieses Buch hat einen wundervollen Buchschnitt. Guckt ihn euch an. Da sind Seesterne auf dem Buchschnitt. Zwar nur hier, also oben und unten ist er langweilig weiß, aber trotzdem, ich finde das total schön. Hier geht es um Jakob, der eines Tages das Haus verlässt, abends, wie immer, ein Junge ist er, denke ich mal, noch ein kleiner Junge, auf jeden Fall verschwindet er und seine Mutter sucht halt anschließend nach Spuren, wo er halt abgeblieben sein könnte und was mit ihm passiert sein könnte. Und dabei stößt sie eben auch auf viele Fragen, zum Beispiel, wo war ihr Mann in der Nacht, als ihr Sohn verschwand, oder warum ist ihre beste Freundin so überstürzt abgereist? Und was verschweigt der Fischer, der 7 Jahre zuvor schon einen toten Jungen aus dem Wasser barg? Nach und nach kommt Sarah so einem Geheimnis, einer schrecklichen Wahrheit auf die Spur, vor der sie jahrelang ihre Augen verschlossen hat. Also es geht so in Richtung Thriller, würde ich mal behaupten. Es ist auf jeden Fall eine spannende und eher düstere und wahrscheinlich auch sehr emotionale Geschichte. Ich bin da mega gespannt drauf und schau einfach mal, was mich da erwartet. Das Buch ist ja eher so mit Strand und so noch sehr sommerlich. Nichtsdestotrotz werde ich mir das für den Oktober aufheben. Ich habe mir vorgenommen, im Oktober einen Monat voller Thriller und so eher gruseligen, mysteriösen Büchern zu machen. Mittlerweile ist die Liste der Bücher, die ich da gerne lesen würde, tatsächlich schon so groß, dass ich das wohl auf den November noch ausweiten muss. Mal schauen. Also meine Herbstleseliste wird sehr thrillerlastig werden, glaube ich. Ich habe von Sebastian Fitzek dann, da kommt jetzt auch das neue Buch raus, dann habe ich so von ihm schon 2 Bücher, die ich noch lesen möchte. Ich habe das, ich habe einen Stephen King, ich habe noch 2, 3 andere Thriller, die ich gerne lesen würde. Und dann habe ich ja noch den letzten Band von Lockwood & Co., den ich im Herbst unbedingt lesen möchte. Und Nightmares und also meine Herbstleseliste wird gigantisch. Vielleicht fange ich auch im September schon an, je nachdem wie das Wetter ist. Ich möchte diese Bücher nämlich einfach im Herbst lesen, weil ich finde, die Stimmung passt dann einfach, wenn es draußen stürmt und regnet und grau wird und früh dunkel. Und ich freue mich da tatsächlich dieses Jahr, was das angeht, total auf den Herbst. Nur weil ich mir diese Bücher halt dafür aufhebe. Das ist total komisch. Aber ich hatte irgendwann in den letzten Monaten halt überlegt, dass ich halt so viele düstere Bücher habe, die ich noch lesen möchte. Und habe mir irgendwie überlegt, ja okay, die hebst du dir einfach für den Herbst auf, dann passt das gut. Und seitdem, immer wenn ich an die Bücher denke, freue ich mich total auf den Herbst. Und ich bin sonst eigentlich kein Herbsttyp. Aber jetzt, wenn ich mir überlege, dass ich dann mich mit diesen Büchern auf mein Sofa verkrümel und wieder anfange, keinen Tee zu trinken, weil es dann nicht mehr so warm ist und so, dann freue ich mich tatsächlich auf den Herbst. Das ist für mich echt ungewöhnlich. Vor allem, ja, dies Jahr eigentlich erst recht, weil zum Jahresende noch einiges auf mich zukommen wird, sage ich erstmal so. Und ja, eigentlich ist dieses Jahr keine schöne Zeit, aber durch die Bücher freue ich mich einfach drauf. Und das ist schon irgendwie seltsam, aber auch, ja, wieder etwas Positives, was das Lesen so einfach mit sich bringt. Ja, soviel zu den Neuzugängen erstmal und zu meiner Herbstplanung. Die Herbstleseliste bekommt ihr Ende September zu sehen. Wobei, ist der September schon mit drin? Nein, ich glaube, meine Sommerleseliste hatte ich mir bis Ende September vorgenommen. Und da ich damit auch noch nicht fertig bin, werde ich das auch so beibehalten, dass ich jetzt im August und September die Bücher noch lese. Ist ja, denn ich kriege sie jetzt im August alle gelesen. Dann würde ich die Herbstleseliste schon im September starten. Aber sonst eigentlich nur für Oktober und November. Aber ja, das muss ich mir nochmal überlegen. Ich überlege die ganze Zeit auch, ob ich mich in den Garten setzen soll. Die letzten Tage
also ich war ja im Urlaub und davor die Tage saß ich schon immer weniger draußen im Garten, weil es so warm wurde. Und gestern war es auch viel zu drückend und zu warm. Aber heute Nacht hat es ein bisschen geregnet und es hat sich ein paar Grad abgekühlt. Wir haben zwar immer noch 29 Grad, aber es ist immerhin weniger als die Tage davor. Und ich denke, ich nutze das nachher noch irgendwie aus. Wenn die Sonne ums Haus gewandert ist, dann ist sie vorne im Garten nämlich nicht mehr so stark. Dann kann man auf der Terrasse nicht mehr sitzen, da kriegt man echt einen Hitzeschlag ohne Ende. Aber dann ist es im Garten, glaube ich, ganz angenehm und... denke ich, setze ich mich zum Lesen ein bisschen Garten. Dann freut sich Emma auch, weil Emma darf nur in den Garten, wenn wir halt auch dahin gehen, weil wir nicht wollen, dass sie auf die Straße läuft und sie deswegen im Auge behalten wollen. Und sonst darf sie deswegen immer nur hinten raus. Aber ja, ich denke, das mache ich. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal in Schattenkrone weiterlesen, die 70 Seiten. Und noch eine Folge Game of Thrones anmachen. Da bin ich jetzt, glaube ich, bei Folge 6 der zweiten Staffel. Bin da also auch schon recht weit. Und ja. Dann schauen wir mal, welchen Büchern ich mich dann noch so widme. Und habe in Schattenkrone den heutigen Abschnitt gelesen bis Seite 146. Mir gefällt das Buch bisher richtig gut. Also gestern war es noch so ein bisschen schwierig mit dem Einstieg, aber so ist glaube ich gerade. Mittlerweile ja, gefällt es mir richtig gut, wobei ich aber sagen muss, dass ich noch keine Ahnung habe, wo diese Geschichte noch hinführen soll. Das ist noch so ein bisschen undurchsichtig, aber ich freue mich schon aufs Weiterlesen morgen. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe draußen im Garten gelesen. Ich habe mich dann doch entschlossen gehabt, kurz nachdem ich das letzte Mal gevloggt hatte, direkt in den Garten zu gehen und das Wetter halt auszunutzen. Es war dann auch gar nicht mehr so warm. Und wir haben ja da so ein Pavillon, darunter ist ja Schatten, von daher ging's. Und jetzt gerade habe ich gegessen und wir mussten uns mal kurz ein bisschen um Emma kümmern, weil Emma macht diese Hitze langsam auch zu schaffen. Mit ihrem dicken Fell und sie ist ja nicht mehr die Jüngste. Und eben eine Langhaarkatze, die haben es dann auch mal ein bisschen wärmer. Und sie fing halt an zu hecheln. Und Katzen hecheln ja eigentlich nicht, außer denn sie sind krank oder sie haben eben Probleme mit der Wärme. Und ja, sie hechelte und wir haben sie dann letztendlich in die Badewanne gesetzt, weil die schön kühl ist. Da liegt sie so manchmal auch drin und haben ihr zwei Kühlpacks so in die Seiten gelegt und jetzt geht sie auch wieder besser. Also das Hecheln hat aufgehört. Von daher wird es echt die Hitze gewesen sein. Aber ja, ihr macht das halt mittlerweile auch zu schaffen und sie geht halt einfach gerne raus. Wir können sie ja schlecht einsperren und manchmal legt sie sich halt nicht, wie es klug wäre, in Schatten, sondern läuft irgendwo in der Sonne rum. Und ja, müssen wir ein bisschen aufpassen, ein bisschen beobachten, dass sie halt sich nicht zu sehr immer in die Sonne wagt und dass sie gucken, ob das Hecheln wiederkommt, dass wir sie dann nochmal ein bisschen abkühlen. Aber sie hat sich das ja auch gefallen lassen, von daher wird ihr das auch gefallen haben, dass sie halt sowas Kaltes plötzlich an sich spürt. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass sie das zulässt, aber tatsächlich hat sie dann zwischen diesen Kühlpacks gelegen und es war in Ordnung. Ich werde jetzt weiterlesen in... Witchborn, mal gucken, wie weit ich da heute noch komme. Und ja, dann habe ich mir überlegt, dass ich heute Abend mich ans Bücher aussortieren machen möchte. Ich habe es ja schon mal kurz in einem anderen Video erwähnt. Ich werde bald umziehen. Ende diesen Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres. Das kommt eigentlich nur darauf an, ja, wann wir eine passende Wohnung finden. Das Ganze ist eine längere und auch ziemlich unschöne Geschichte, über die ich jetzt gar nicht so viel reden will. Aber auf jeden Fall... müssen wir aus dem Haus, in dem wir wohnen, raus, weil es verkauft wird und der neue Eigentümer hier selbst einziehen will und uns nicht behalten will als Mieter. Und nach einigem Hin und Her haben wir in der Familie halt beschlossen, dass es mehr Sinn macht, wenn wir uns keine große Wohnung nehmen, weil nach und nach ziehen ich und meine Brüder ja dann aus und dann sitzen meine Mutter und mein Stiefvater in ein paar Jahren mit dieser riesen Wohnung da, die sie nicht brauchen, müssen wieder umziehen. Und deswegen werden Nick und ich uns gemeinsam eine kleine Wohnung nehmen. Wir beide allein können es uns halt jeweils nicht leisten, weil ich noch studiere und er macht eine zweite Ausbildung. Aber zu zweit sollte das klappen, beziehungsweise wird es klappen. Und ja, wir gucken jetzt halt schon, sind schon auf Wohnungssuche so ein bisschen.
beziehungsweise jetzt so langsam intensiver. Wir wissen das schon eine Weile, dass es halt so kommen wird. Aber wir fangen jetzt gerade erst so intensiv an zu suchen, weil die Wohnungen, die man, als wir das wussten, dass wir ausziehen müssen, die Wohnungen, die wir da gefunden haben, die waren halt alle für so einen Einzug ab Juli, August. Das ist halt so früh gewesen. Deswegen gucken wir jetzt erst intensiv. Und ich habe halt überlegt, da ich keine Ahnung habe, wie viel Platz dann in der Wohnung sein wird, sortiere ich erstmal ein paar Bücher aus. Ist vielleicht auch einfach eine gute Gelegenheit, mal Bücher auszusortieren, wenn man halt umzieht. Ich muss ja keine Bücher mitschleppen, die ich eigentlich ja nicht mehr brauche, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie es mit dem Platz aussieht. Ich werde bestimmt nicht viel mehr Platz haben als hier. Wir werden uns eine Zwei-Zimmer-Wohnung nehmen, sprich jeder hat ein Zimmer und wir haben eine gemeinsame Küche und ein Bad. Und ja, dann habe ich nicht viel mehr Platz für Bücher als jetzt, würde ich behaupten. Und von daher habe ich nach langem, wirklich langem Überlegen beschlossen, Bücher auszusortieren. Weil eigentlich mache ich das nicht gerne, aber ich denke, es muss jetzt einfach mal sein. Sonst, ja, kriege ich dann in der neuen Wohnung irgendwann Probleme. Ich habe mir überlegt, dass ich alle Bücher aussortiere. Also erstmal Bücher, die ich abgebrochen habe, sowieso Buchreihen, die ich abgebrochen habe und aussortiert habe. Dazu gab es ja schon mal ein Video. Und dann alle Bücher unter 3-Sterne-Bewertungen, beziehungsweise Bücher, bei denen ich jetzt das Gefühl habe, dass sie mir ja egal sind, mehr oder weniger, dass ich sie nicht mehr zur Hand nehmen werde oder wo ich feststelle, okay, an dieses Buch habe ich jetzt seit 3 Jahren nicht mehr gedacht, seit ich es gelesen habe. Also solche Bücher werde ich dann aussortieren, aber alles gelesene Bücher. Also ich sortiere keine ungelesenen Bücher aus, das mache ich einfach nicht und von daher mal gucken, was für ein Bücherstapel da zusammenkommt. Ich habe ein paar abgebrochene rein. Ich habe auch ein paar Bücher, die ich halt mittendrin abgebrochen habe. Und dann gucke ich mal von den Bewertungen her, welche Bücher ich als nicht so gut eben in Erinnerung habe, von welchen ich mich da trennen kann. Und ja, eigentlich ist mein Ziel schon, ordentlich auszumisten. Also nicht so mega zimperlich zu sein, wie ich sonst immer bin. Und ja, mal schauen. Ich werde die Bücher alle verkaufen, weil ja, für die erste eigene Wohnung braucht man ja auch einiges an Kram. Und warum soll ich sie dann irgendwie vertauschen, wenn ich mir daraus auch ein bisschen, ja, so ein bisschen Kleingeld noch ansparen kann, um mir dann vielleicht noch ein neues Bücherregal zu kaufen. Oder ich brauche auch unbedingt einen neuen Kleiderschrank. Und ja, mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich mir überlegt habe, das könnte ich heute endlich mal in Angriff nehmen. Ich habe nämlich mir vorgenommen gehabt, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, mich eben um solche Sachen zu kümmern. Und von daher, ja, könnte ich das heute mal machen. Zumindest schon mal so den ersten Blick schweifen lassen und mal gucken, ob ich die dann gleich gesondert irgendwo hinstelle oder ob ich einfach erstmal nur eine Liste schreibe. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, wie motiviert ich nachher bin. Aber fürs Erste schnappe ich mir jetzt das Buch und lese noch ein bisschen und gucke noch ein bisschen Game of Thrones. Ich habe eben noch so ein bisschen The Walking Dead geguckt beim Essen, weil ich allein gegessen habe. Und Viertel nach 8 kommt Deception. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, die ist neu auf Sat.1. Da geht es um einen Magier, der, also nicht fantasymäßig Magier, sondern so einen normalen Magier, der mit Tricks arbeitet, der dem FBI hilft, Fälle zu lösen. Da kommt jetzt heute die 4. Folge, glaube ich. Ich fand die ersten richtig gut. Das ist so eine Mischung aus Spannung und lustig. Das mag ich immer ganz gerne. Und die werde ich auf jeden Fall heute auch wieder gucken. Ja, und dann mal schauen. Ich denke, für heute war es das auch mit dem Vloggen. Es sei denn, ich sortiere nachher die Bücher so aus, dass ich sie schon irgendwie gesondert stapel. Dann könnte ich euch den Stapel mal zeigen. Vielleicht zeige ich ihn euch aber auch morgen. Das eilt ja dann nicht. Und von daher sage ich erstmal Tschüss und wir sehen uns morgen wieder. Die Hitze geht weiter. Au, ich habe mich abgeworfen. Es ist immer noch so warm. Ich habe überlegt, eigentlich heute Buch shoppen zu gehen, aber es ist noch wärmer wieder als gestern. Es ist wieder wärmer geworden und in der Innenstadt staut sich einfach die Hitze. Von daher habe ich es mir gerade anders überlegt. Ich habe gestern Abend noch in Witchborn weitergelesen. Ich habe da jetzt noch 200 Seiten vor mir bis zum Ende. Mal gucken, ob ich das heute schaffe. Mal schauen. Kommt auch darauf an, wie sehr ich so zwischen den Büchern hin und her switche. Ich habe im Moment wieder so eine Laune, wo ich zwischen 100 Büchern, also wo ich 100 Bücher gleichzeitig lesen könnte. Aber ich versuche mich zu beherrschen, das nicht zu tun. Das Buch, finde ich, wird langsam ein bisschen langweilig. Also es passiert, am Anfang ist viel Schlag auf Schlag passiert und jetzt passiert gerade irgendwie gar nichts mehr. Ich hoffe, das ändert sich jetzt wieder. Bei mir wird es langsam doch zu ruhig. Und von dieser Intrige zwischen den Maria Stuart und Königin Elizabeth
von der merke ich irgendwie noch nicht so wirklich was. Also ich habe keine Ahnung, was diese Intrige darstellen soll, wann die jetzt wirklich auftaucht. Mal schauen. Ich bin irgendwie sehr, sehr faul im Moment. Naja, es ist warm, ich habe noch Urlaub. Ich glaube, dieser Weekly Vlog ist ziemlich ereignislos, außer dass ich viel lese. Ich habe gestern Abend auch die Bücher nicht mehr aussortiert. Da war ich dann auch zu faul zu. Ja, fürchterlich. Es ist ganz fürchterlich. Aber ab nächste Woche arbeite ich wieder und lerne wieder für Klausuren. Da sieht es dann wieder, huch, sieht es dann wieder anders aus. Aber im Moment bin ich sehr faul, was aber auch einfach am Wetter liegt. Also ich bin ein Riesenfan vom Sommer, aber mittlerweile wird es selbst mir zu viel und ich denke mir so, ja, so 25 Grad reichen auch, es müssen nicht immer über 30 sein. Und mein Vater meinte, er hätte gestern in der Zeitung gelesen, dass es wohl bis September, bis Mitte September noch solche heißen Tage geben soll. Es soll zwar zwischendurch auch mal ein bisschen weniger werden, aber insgesamt hält die Hitze an bis Mitte September. Ich bin ja mal gespannt. Vor allem bin ich auch auf den Winter gespannt, ob der auch so krass wird und es dann mega kalt wird mit richtig viel Schnee. Oder ob der Winter total lau wird. Ich bin mal gespannt. Ja, ich war eben einkaufen schon mit meiner Mutter und habe mir so ein paar Sachen gekauft, um mir den Nachmittag zu versüßen. Zum einen haben wir Eis gekauft. Dann habe ich mir diese Erfrischungsstäbchen gekauft. Die sind zwar mit Schokolade, aber die isst man eh kalt aus dem Kühlschrank. Und dann ein paar Brombeeren und, was ich gerade für mich entdeckt habe, kalten Tee. Also Teebeutel, die man kalt aufgießt. Das ist jetzt Melone. Ich hatte vor ein paar Tagen, ja, vorgestern hatte ich mir Holunder, Blüte und Limette geholt. Der schmeckt richtig gut, wobei ich sagen muss, den muss ich mir ein bisschen süßen. Ich mache eigentlich keinen Zucker in Tee, aber bei dem brauchte ich das jetzt doch mal. Ansonsten finde ich den auch sehr gut, sehr erfrischend und deswegen dachte ich, nehme ich mir noch mal eine zweite Sorte mit. Und ja, sonst habe ich heute noch nichts weiter getan. Ich habe lange geschlafen und Ruhe gefrühstückt. Dann waren wir gerade einkaufen und jetzt setze ich mich wieder raus in den Garten, nehme mir meinen kalten Tee und meine Brombeeren mit und lese erstmal, denke ich, in Schattenkrone weiter, dass ich da den heutigen Abschnitt lese und dann, ja, mal gucken, welchem Buch ich dann meine Aufmerksamkeit schenke. Und ja, ansonsten gibt es nichts zu berichten, außer dass ich gerade gesehen habe auf Instagram, dass es von der Again-Reihe von Mona Kasten einen vierten Teil geben wird. Darauf freue ich mich ja tatsächlich. Save Me konnte mich zwar nicht überzeugen, aber die Again-Reihe fand ich richtig, richtig gut. Und deswegen hoffe ich, ja, dass sie mich mit diesem Buch dann wieder begeistern kann. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wann der vierte Band rauskommt. Ich glaube noch dieses Jahr. Ich bin mir allerdings gerade nicht sicher. Müsste ich nochmal raussuchen. Der heißt Hope Again. Und da geht es um die Schwester von Dawn, glaube ich. Und ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt und das nochmal so als buchige Neuigkeiten. Aber ja, jetzt gehe ich erstmal raus und lese und mache mir einen weiteren entspannten Urlaubs-Sommernachmittag und update euch zwischendurch dann irgendwann mal, wie viel ich so gelesen habe. Und ja, ich glaube, es wird echt ein recht eintöniger Weekly Vlog, weil außer lesen und Serien gucken mache ich im Moment ja nichts. Aber naja, muss auch mal sein. So, es ist Samstag. Ich habe gestern nicht mehr gevloggt, da der Tag einfach sehr unspektakulär war und im Prinzip genauso wie die anderen zuvor auch. Ich habe dann noch halt gelesen und gelesen und gelesen und abends habe ich Serien geguckt. Also es war echt nichts mehr allzu Spannendes. Ich habe jetzt muss ich mal gucken, in Schattenkrone. Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern noch erzählt hatte, wahrscheinlich nicht. Sind wir jetzt bei Seite 229, also wir nähern uns der Hälfte. Es gefällt mir wirklich gut. Also es ist gut geschrieben, es hat sehr interessante Charaktere, aber ich habe immer noch so das Gefühl, dass der rote Faden fehlt. Ich habe keine Ahnung, wohin diese Geschichte führen soll. Das irritiert mich halt irgendwie ein bisschen immer. Ja, ich halt auch gar nicht weiß, was ist jetzt wichtig, wieso, und es ist einfach nett zu lesen, aber ich frage mich halt immer, wozu das Ganze so. Da fehlt mir irgendwie noch was. So ein erkennbares Ziel von den Protagonisten oder ja, die Motivation für das, was sie tun, also irgendwie, ja, fehlt da einfach noch was. In dem Buch werde ich heute pausieren, weil die liebe Nina es gestern nicht so geschafft hat mit dem Lesen wie geplant. Und sie ist, glaube ich, auf Seite 100 hatte sie geschrieben. Also sie hat es noch nicht so ganz weit, so weit geschafft. Ist ja nicht schlimm, dann pausiere ich heute. Kommt mir eigentlich auch ganz gelegen, weil ich dann heute wirklich sehr, sehr gerne Witchborn beenden würde. Da bin ich jetzt so weit, also etwas über die Hälfte. Habe ich gestern noch ein bisschen gelesen. Ich finde es, wie gesagt,
auch gut, aber auch ein bisschen langweilig zurzeit. Ich hoffe, dass sich da jetzt noch mal ein bisschen was tut und das ein bisschen spannender wird. Aber ja, das wäre dann so mein Ziel, das zu beenden. Das sind etwas über 100 Seiten. Das sollte auf jeden Fall machbar sein, weil es sich eigentlich auch schnell lesen lässt. Und dann ja, hätte ich mein erstes Buch im August beendet und würde nämlich mit Sturmtochter wahrscheinlich anfangen. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Und ja, ich freue mich aber auch, wenn ich mit Sturmtochter dann auch durch bin, muss ich ja ehrlich sagen. Weil das sind ja so die beiden Leserunden aus dem letzten Monat gewesen. Und ich freue mich einfach auf die Leserunden für diesen Monat, weil das zwei sehr tolle Bücher sind. Und ich habe aber auch schon Nevernight, den zweiten Band, hier liegen. Also ganz oben auf meinem Stapel liegen, da möchte ich endlich mit loslegen und alles, was mich davon abhält, sind eigentlich nur noch diese Leserunden. Also ja, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf Sturmtochter. Das soll ja sehr gut sein nach dem, was ich bisher gehört habe. Und der Klappentext klingt ja auch einfach mega interessant. Ich habe gerade irgendwo mein Haargummi zerstört und das liegt jetzt hier irgendwo rum. Ich habe gestern aber noch Bücher aussortiert. Ich war gestern Abend noch so ein bisschen motiviert und habe angefangen auszusortieren. Und zwar, dieser Stapel hier wird mich verlassen. Rekorder auch, das liegt im Moment aber noch neben dem Stapel, weil ich da noch eine Rezension zu drehen muss, weil es ein Rezensionsexemplar ist. Das sind auch noch nicht alle. Also es gibt ein paar Bücher, wo ich gestern noch nicht sicher war, ob ich sie wirklich aussortieren möchte. Da muss ich mir nochmal so die Klappentexte durchlesen, mal ein bisschen durchblättern und mich so ein bisschen erinnern. Aber ich denke, ich glaube schon, dass ich die auch aussortieren werde. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Da muss ich noch mal ein bisschen in mich gehen. Und dann habe ich ein paar Bücher, die definitiv aussortiert werden, die aber noch oben in meiner Dachkammer sind, weil ich da Blumen presse für die Uni zwischen diesen Büchern. Und ich muss die Blumen halt erst umpacken unter andere Bücher, damit ich die da wegnehmen kann. Und da hatte ich gestern Abend keine Lust mehr zu. Von daher sind die noch oben in meiner Dachkammer, aber da weiß ich halt schon, welche das sind. Weil das die sind, die ich Anfang des Jahres, wo ich diesen meine abgebrochenen Buchreihen, wo ich dieses Video gemacht habe, da habe ich ja gesagt, die sortiere ich halt auch aus und das sind eben die und von daher muss ich da auch nicht lange überlegen, die muss ich dann nur da wegholen noch, aber da hatte ich gestern wie gesagt keine Lust zu und dann muss ich einmal hier sortieren, was von den Büchern Rezensionsexemplare waren und was nicht, weil die Rezensionsexemplare darf man ja nicht verkaufen, die kann ich höchstens eben bei Tauschticket zum Beispiel reinstellen, also vertauschen oder eben verschenken, weil da muss ich da nochmal ein bisschen sortieren. Insgesamt, ich glaube, das waren jetzt so 35 Bücher, also mit denen, die noch oben sind und bei denen ich mir nicht sicher bin, müssten es dann so 40 bis 50 Bücher sein, die aussortiert sind. Ist jetzt nicht so viel, für mich allerdings schon, weil es das erste Mal ist, dass ich überhaupt aussortiere. Und wenn man das in Relation sieht zu meinem Sub und zu meinen angefangenen Reihen, von denen ich ja auch nichts aussortiere, weil ich sie noch weiterlese, ist es dann tatsächlich von den ja, komplett gelesenen und beendeten Büchern und Reihen doch schon eine ordentliche Zahl. Also, ja, manche Bücher sind dabei, ich habe gesagt, alles unter 3 Sterne sortiere ich aus. Ich habe das aber tatsächlich jetzt doch mehr nach Gefühl gemacht. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, welches Buch habe ich wie bewertet, sondern so von meiner Erinnerung raus oder von meinem Gefühl, wie wenn ich meine Highlights bestimme. Das mache ich ja auch immer total nach Bauchgefühl. Und so habe ich das hier jetzt auch gemacht und ja, ich denke, das ist so okay. Es tut mir auch bei keinem Buch wirklich weh. Zum Beispiel, wie heißt es? Das mit der Schokolade. Ich weiß noch nicht mehr, wie es heißt. Wie es Bitterzart oder wie das Buch heißt. Das ist ja der Anfang einer Trilogie. Hat, glaube ich, damals 3 Sterne von mir bekommen. Ich habe mir da auch gute Stellen drin markiert. Aber ich habe da nie weitergelesen und habe doch kein Bedürfnis, die Reihe weiterzulesen. Und ich habe das gelesen vor, keine Ahnung, als es gerade rausgekommen war, also es ist schon ewig her und von daher dachte ich mir so, das zum Beispiel kann ich auch aussortieren, obwohl ich mir eben wie gesagt sicher bin, dass es damals 3 Sterne mindestens, vielleicht sogar 3,5 bekommen hat. Aber naja, Geschmäcker ändern sich ja auch und ja, ich bin schon stolz auf mich. Für mich war das ein großer Schritt, mal was auszusortieren an Büchern. Ja, so. Jetzt ist mein Akku fast leer, ich gehe jetzt frühstücken. Setze mich raus und lese erstmal gemütlich und melde mich irgendwann im Laufe des Tages nochmal bei euch. So, nach etwa 100 gelesenen Seiten in Witchborn lege ich das Buch jetzt erstmal zur Seite. Ich habe gerade nicht mehr wirklich Lust darin weiterzulesen. Es ist zwar jetzt... Oh, ich zoome.
Es ist zwar zwischenzeitlich schon wieder ein bisschen mehr in der Geschichte passiert, sodass es ein bisschen interessanter war, aber so im Großen und Ganzen fesseln tut sie mich leider nicht. Und ich habe gerade irgendwie gar keinen Bock mehr weiterzulesen. Also ja, ein bisschen was habe ich noch. Ich denke, ich werde das heute Abend zu Ende lesen, wenn ich jetzt erstmal eine Pause hatte, dann geht's wieder. Aber so im Moment, nee, es überzeugt mich einfach nicht richtig. Stattdessen werde ich jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen an meiner eigenen Geschichte arbeiten, weiterhin draußen sitzen. Und ich werde mir, glaube ich, gleich auch erstmal was zu essen machen. Wir machen heute Wraps selbst. Also jeder, wie er Bock hat. Wir haben das ganze Zeug da und ich kriege so langsam Hunger, sodass ich mir überlege, bald könnte ich mir mal einen machen. Und ja, dann plotte ich ein bisschen und ja, das ist erstmal so die weitere Planung. Der Samstag neigt sich seinem Ende. Ich habe ja gerade, beziehungsweise ich habe vorhin, nachdem ich das letzte Mal gevloggt habe, ein bisschen in dem Plot- und Strukturbuch gelesen. Bin dann spontan noch mit einkaufen gegangen und habe mir da einen Film mitgenommen. Und zwar Bully Parade, der Film. Ja, den habe ich im Kino nicht gesehen, deswegen dachte ich, ich hole mir den mal spontan. Ich finde die Filme von Bully Herbig total lustig. Also Der Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise und wie heißen sie alle? Lissi und der wilde Kaiser kenne ich und Huibu. Ich kenne noch nicht alle Filme von ihm, glaube ich. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube, mir fehlt noch der eine oder andere. Und ich habe die Bully Parade im Original damals auch nicht geguckt. Ich glaube, da war ich noch ein bisschen jung. Da interessierte mich das jetzt noch nicht so. Aber die Filme, die ich von ihm kenne, finde ich immer super lustig. Und die Bully Parade ist ja irgendwie so ein Zusammenschnitt aus allen möglichen Charakteren, die man halt aus den Filmen und aus der damaligen Bully Parade kennt. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das Ganze so einzelne Geschichten sind, weil ja alle Charaktere auftauchen, alle möglichen. Oder deswegen weiß ich nicht, ob das alles einzelne Geschichten sind, die so abwechselnd gezeigt werden, oder ob das alles irgendwie miteinander verwoben ist. Das werde ich mir dann noch angucken. Der Trailer sah auf jeden Fall recht lustig aus. Und ich dachte so mal, so zum totalen Abschalten und zum Lachen ist das sicher ein guter Film. Ich habe mir den mal mitgenommen. Ja, ich werde jetzt erstmal noch, ich werde jetzt den Abend einläuten. Ich werde mir, glaube ich, erstmal noch eine Folge Game of Thrones anmachen. Da bin ich jetzt bei der vierten Staffel. Beziehungsweise ich fange die vierte Staffel jetzt an. Ich habe gestern Abend die dritte beendet. Und oh mein Gott, das hat mich wieder Nerven gekostet. Wenn man weiß, was passiert, ist es fast noch schlimmer. Also zum einen ist in der dritten Staffel diese Sache, ja, ich will jetzt keinen spoilern, aber mit dem einen, der gefoltert wird. Und zwar wirklich richtig heftig über mehrere Folgen. Und oh, das ist mit das Grausamste, finde ich, was in dieser Serie passiert. Ich finde das so grausam jedes Mal. Und das Zweite, was ich an der dritten Staffel richtig schlimm finde, ist die Situation bei der Hochzeitsfeier, bei der einen, wo dann sehr, sehr viele sterben. Wer genau und warum, verrate ich euch jetzt nicht, falls ihr es noch nicht geguckt habt. Aber alle, die es geguckt haben, wissen, was ich jetzt meine. Oh Gott, auch das finde ich richtig, richtig heftig. Als ich das beim ersten Mal gesehen habe, ich dachte echt da so, was ist da gerade passiert? Ich kann es nicht glauben. Also ich hätte mir die Folge beinahe auch ein zweites Mal gesehen, um zu gucken, dass ich es wirklich richtig gesehen habe. Also das finde ich, das sind so zwei Momente in der Staffel, die ich richtig, richtig heftig fand. Ja, ich überlege ja auch mal irgendwie Videos zu Filmen und Serien zu machen. So ein Currently Watching wurde mir schon vorgeschlagen. Und jetzt überlege ich gerade, ich könnte ja auch mal so ein Video machen, die für mich, keine Ahnung, 10 schockierendsten Momente in Game of Thrones oder die 5 schockierendsten Momente. Das Problem, was ich dabei immer nur sehe, ist, dass das halt dann mit gespoilert wäre. Also das könnten sich halt immer nur diejenigen angucken, die Serie schon gesehen haben. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Ich werde jetzt den Abend einläuten. Da war ich eigentlich, glaube ich, ne? Ich werde jetzt den Abend einläuten und werde noch eine Folge Game of Thrones gucken. Staffel 4 starten und werde dann später
den Film gucken. Da kann ich euch morgen auch berichten, wie er mir gefallen hat. Und werde nebenbei halt erstmal meine ganzen Rezensionen vorbereiten, mir die ganzen Notizen machen, damit ich morgen wirklich Videos drehen kann. Und werde dann hoffentlich noch Witchborn beenden. Und noch schöner wäre es, wenn ich auch noch ein bisschen in Plot und Struktur weiterlesen könnte. Mal schauen, was davon ich heute Abend alles schaffe. Ich werde euch morgen dann auf jeden Fall berichten. Und ja, machen wir jetzt einen gemütlichen Abend. So, starten wir den Sonntag-Vlog technisch. Es ist schon relativ spät dafür, dass ich jetzt erst anfange. Es ist schon 3:30. Was aber einfach daran liegt, dass ich bis eben Videos gedreht habe. Also es war das Einzige, was ich bisher heute gemacht habe nach dem Frühstücken. Und ich glaube, man hört es auch ein bisschen. Meine Stimme wird immer mega kratzig irgendwie vom Videos drehen. Aber ich bin zufrieden. Ich habe, was habe ich gedreht? 4 Rezensionen, einen Monatsrückblick und ein Subvideo. Also genug bis, ja, für eine Woche, wenn nicht sogar länger. Und das muss ich jetzt alles nur noch nach und nach schneiden, aber das ist ja nicht so das Problem. Aber jetzt hatte ich wenigstens Zeit, in Ruhe Videos zu drehen. Und ja, hatte auch großen Spaß dabei, wie immer. Ich habe gestern Abend ja dann die Bully-Parade geguckt, also den Film. Ich fand ihn gut. Er war lustig. War jetzt halt nichts mega Anspruchsvolles, aber habe ich halt auch nicht erwartet, ist ja klar. Ja, ich finde es vor allem halt schön, so die Charaktere aus den Filmen, die ich geguckt habe, dann nochmal so in anderen Situationen zu sehen, wiederzusehen und ja, habe mich auch köstlich amüsiert. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es mehrere kleine Geschichten sind zu den einzelnen Filmen, sage ich mal. Also es gibt eine kleine Geschichte zu der Schule des Manitou, zu den Charakteren, eine kleine zu Traumschiff Surprise, eine kleine zu Lizzie und der wilde Kaiser und dann noch zwei kleine zu den Charakteren, die man sonst aus der Bully-Parade kennt. Und ja, ich fand den ganz lustig soweit. Als ich den geguckt hatte, war es dann schon, ich glaube, 11. Ich hatte vorher dann ja noch ein bisschen Game of Thrones geguckt. Und da es dann aber so warm war, dass ich wusste, dass ich sowieso nicht einschlafen kann, habe ich dann noch den Marsianer geguckt. Den kenne ich schon, den gucke ich aber immer mal wieder gerne. Und da fiel mir ein, dass ich das Buch ja noch hier habe. Ich habe das Buch nämlich gekauft, habe aber erst den Film geguckt dann und habe es noch nicht gelesen. Aber als ich den Film gestern geguckt habe, dachte ich mir so, da hätte ich jetzt demnächst auch mal Lust drauf. Mal schauen, ob ich das demnächst irgendwann spontan mal anfange. Ich habe ja jetzt auch so viele andere Bücher eben im Moment noch hier, die mich einfach zurzeit wahnsinnig reizen. Wäre es natürlich schlauer, davon eins zu lesen, was man noch nicht kennt. Aber ich behalte das mal so im Hinterkopf, dass ich das vielleicht demnächst dann mal lese. Weil ja, ich finde die Geschichte schon sehr interessant so im Film und wäre schon neugierig, inwieweit das vom Buch halt übernommen wurde und was halt im Buch vorkommt, was aber im Film nicht vorkommt. Ja, und heute habe ich dann, wie gesagt, nach dem Frühstücken erstmal Videos gedreht bis eben gerade und jetzt eben schnell aufgeräumt. Ich habe gestern nicht mehr in Witchborn weitergelesen, ich habe dafür in den Fabelmacht-Chroniken im zweiten Band ein bisschen weitergelesen. Keine Ahnung, wie viele Seiten das waren, weil der Kindle zeigt mir da nur Prozent an. Das waren auf jeden Fall 5%. Also auch nicht so mega viel, aber ein bisschen noch. Und ja, jetzt sitze ich hier so am Laptop und überlege, was ich als nächstes mache. Video schneiden, denke ich mal, werde ich erst heute Abend. Ich glaube, ich werde jetzt eher mir irgendeins meiner Bücher nehmen und lesen. Mich raussetzen. Oder Fernsehen. Ich habe, während ich meine Bücher rausgesucht habe und die Kamera und alles aufgebaut habe, habe ich hier Big Bang Theory, die 9. Staffel, angemacht auf Netflix. Vielleicht gucke ich auch da noch ein bisschen weiter. Ich bin gerade sehr, sehr unentschlossen, was ich so mit meiner Zeit anfangen soll. Wir essen aber gleich auch erstmal Mittag und dann ja mal gucken. Heute Abend kommt Nerf. Da freue ich mich drauf. Den kenne ich zwar auch schon, aber seit ich letzte Woche zum ersten Mal die Vorschau fürs Fernsehen gesehen habe, dachte ich so, ja, den musst du dann auch gucken. Ich hätte mir natürlich vorher auch auf DVD angucken können, aber wenn er eben im Fernsehen kommt, kann ich ja auch erstmal andere DVDs gucken und dann halt auf den Tag warten, wo er im Fernsehen kommt. Und ja, von daher gucke ich heute Abend Nerf. Und ich denke, das ist jetzt auch hier so der letzte Clip für den Vlog, weil, ja, ich mache heute nichts Spannendes mehr. Wie gesagt, im Moment weiß ich noch nicht mal, was ich überhaupt mache. Ich werde wahrscheinlich irgendwie lesen, vielleicht ein bisschen plotten, mal schauen. Und ja, von daher gibt es eh nicht mehr so viel zu erzählen. Ich habe übrigens meine Speicherkarte verloren, beziehungsweise sie ist irgendwo, ich weiß noch nicht wo. Ich habe 2 Speicherkarten für meine Videokamera. Eine, die jetzt halt drin ist und die ich auch im Urlaub die ganze Zeit drin hatte und benutzt habe, die war halt voll. Und dann wollte ich die austauschen für jetzt zum Videos drehen.
und habe die zweite Speicherkarte gesucht. Ich weiß, ich hatte sie, als wir im Urlaub waren, zwischenzeitlich in meinem Portemonnaie. Ich weiß aber auch, ich habe sie da rausgenommen. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich sie dann hingepackt habe. Und jetzt, ja, weiß ich nicht, wo sie ist. Ich habe sie so ein bisschen gesucht an den Orten, wo ich sie vermuten würde. Da war sie nicht. Ich bin der Meinung, ich habe sie aus meinem Portemonnaie rausgenommen und irgendwo anders reingetan, als wir zurückgefahren sind aus dem Urlaub. Ich habe sie in irgendeine andere Tasche oder so gepackt. Ich weiß aber beim besten Willen nicht mehr, wohin. Also irgendwie, ja, müsste ich die dann nochmal suchen. Ach ja, ja. Aber wie gesagt, für heute war's das. Ich bin noch am Überlegen, ob ich nächste Woche auch einen Weekly Vlog drehe. Ich weiß es nicht. Ich muss nächste Woche ja wieder arbeiten an 3 Tagen. Und sollte anfangen, für eine Klausur zu lernen. Das ist zwar nicht so viel, weil es ist eine recht, ja, recht einfache Klausur, würde ich mal sagen, in Pädagogik, wo man halt viel auch so einfach durch logisches Denken schon weiß. Es wird eine Multiple-Choice-Klausur, das heißt, ja, man hat da ja immer so ein bisschen was an Informationen, wo man nur das Richtige ankreuzen muss. Da finde ich es dann halt auch viel leichter. Da braucht man, finde ich, immer nicht so detailreich lernen, weil durch die Fragen man ja schon wieder Infos hat, die man vielleicht vergessen hatte, die einem dann wieder einfallen, weil man halt die Antwortmöglichkeiten liest. Also finde ich immer ein bisschen einfacher, da mache ich immer ein bisschen weniger für. Und es ist eben auch nur eine Klausur und vieles davon musste ich schon mal für eine andere Klausur lernen. Von daher wird das jetzt nicht so mega das intensive Lernen. Aber ja, deswegen überlege ich noch, ob ich nächste Woche auch einen Weekly Vlog drehe. Keine Ahnung, Samstag wollen wir nach Hannover zum Maschseefest fahren abends. Ich überlege es mir. Ich überlege mir das morgen, glaube ich, ganz spontan, ob ich dann einen starte oder nicht. Aber ja, für diesen hier war es das erstmal. Ich hoffe, er hat euch gefallen, auch wenn er im Vergleich zu den letzten, glaube ich, sehr ruhig und sehr eintönig war, weil ich ja eigentlich nur zu Hause war und gelesen habe jetzt nach dem Urlaub und Serien geguckt habe. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Büchern, die ich gerade so lese oder auch zu den Serien und Filmen, die ich jetzt erwähnt habe. Freue ich mich auf eure Kommentare. Und dann war es das erstmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich natürlich, wenn wir uns dann in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.